runter. Ich denke mal, ich muss jetzt doch wieder da rein. Aber vielleicht sind hier da irgendwo noch andere Blüten, mit denen ich nach oben kann. Oder halt irgendwo hinkomme, wo ich noch nicht war. Ja, okay, jetzt bin ich wieder hier. Also muss ich ja eigentlich irgendwo oben hin. Tatsächlich stehe ich aber gerade irgendwie auf dem Schlauch, weil ich nicht genau weiß, wie ich da oben jetzt weiterkommen soll. Gut, also den Weg nochmal rauf. Gar nicht so einfach. Waren das jetzt alle oder geht es dann noch irgendwie rauf oder nein? Gut. Ich meine, das muss ja einen Grund haben, warum ich jetzt hier oben rauskomme. Hier bewegt sich doch eindeutig irgendwas. Da kann man mir sagen, was man will. Tja, das Blöde ist, hier geht's aber nirgendwo weiter. Das kann ja eigentlich nicht sein. Boah, ich bin nicht wieder rein. Ach, war das nur das Tor oder was? Also die Tür. Aber es muss doch. Oh! Oh! Da ist noch eine Blüte. Warum habe ich die denn jetzt erst gesehen? Oh! Ach Mensch. Herbe. Ich hab doch da vorhin. Hab ich mich nicht umgedreht vorhin? Ich hab die vorhin nicht gesehen. Echt nicht. Also muss ich doch noch weiter rauf. Ach, guck mal. Ah. Warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Oh je. Großartig. Wir haben es auf die Spitze geschafft. Aber es scheint eine Sackgasse zu sein. Hm, was ist das? Ein Haken? Will man da nicht einfach irgendwas dran binden? Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen wohl die Blüten, also mit die Ranken mit den Blüten verbinden und die Ranken dann hier dranhängen an die Haken. Ich verstehe. Und wenn wir die alle verbinden, dann passiert doch bestimmt irgendwas. So. Tada! Wir haben einen Durchgang geöffnet. Okay. Ich würde sagen, ich muss da runter. Attacke! Hui, hui, hui. Hui. Oh, da ein Speicherpunkt. Oh, oh. Ich glaube, ich weiß, was das bedeutet. Ich habe so ein ganz, ganz, ganz dumpfes Gefühl, dass wir gleich auf einen Boss treffen werden. Aber hey. Ich denke mal, wir sind dann hoffentlich jetzt auch Ume ganz nah. Also er muss hier irgendwo sein. Ein sehr einladender Gang mit Kerzenschein. Da, 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 da. Okay. Puh. Mal gut vorbereiten. Beziehungsweise alles kaputt hauen, was hier so rumsteht und liegt und naja.
Ja, sehr schön. So. Heiliger Knochen ist immer gut. So, Solarenergie habe ich voll. So. Ja, ein paar Punkte muss ich noch. Oh, weia, so viel Neues. Oh, Mann. Affe. Diese Gruppentiere essen beinahe alles. Oh, Mann. Rehe und Hirsche. Diese Tiere essen Grünfutter. Die Männchen tragen Geweihe. Was wirklich? Oh, eine Fischliste gibt es auch. Flusskrabbe. Diese winzige Krabbe hat einen komischen Seitenflank. Seitengang. Achso. Frischwasser-Krustentiere mit großen Schälen. Räuchergefäß. Lackwaren-Set. Ach nee, wir haben ja hier noch den Riesenlachs. Seine Riesengröße belegt seine Reisen. Was? Belegt seine Reisen steile Wasserfälle hinauf. Ich glaube, das war kein korrektes Deutsch, aber ist egal. Knospen-Oger heißt das Teil. Verwandelt sie durch die bösen Kräfte von Orochi, beschreibt Isun diese Bestie folgenderweise. Was? Doch, folgenderweise. Vier Beine, die eine Knospe entspringen. Erschreckt mit Vorliebe Reisende. Die Knospe ist hart, aber die Frucht ist weich. Öffne die Knospe, um anzugreifen. Kraftstreich wirft die Frucht zurück. Genau wie bei dem verfluchten Bäumen. Okay. Das Wacker, der blöde Penner. Er hat keinen guten Eindruck hinterlassen. Dieser mysteriöse Charakter wird manchmal als Tao-Meister dargestellt und manchmal als loyaler Jünger. Der loyal, ich weiß ja nicht. Auf jeder Darstellung trägt er immer sein Schwert. Pillow Talk. Jenes Schwert, das er sogar gegen Amaterasu erhoben hat. Dieser Kampf wurde dadurch gewonnen, dass jedes von Waka entworfene... Was? Geworfene Schwert runtergeschlagen wurde. Oh Gott, Waffen verbessern, Kampftipps, göttlicher... Oh, so viel Neues. Ach, das gucke ich mir später an. Journal. Ume ist verloren. Hart erarbeitet. Was? Hart arbeitender Sohn. Ja, gut. Das können wir uns alles später noch ansehen. So, jetzt geht's erstmal. Auf, auf! Wir müssen immer noch Ume retten. Wir wollen den Kleinen ja nicht warten lassen. So. Jetzt dürfte ich eigentlich vorbereitet sein und auf, auf! Wir gehen da wirklich hinein? Wirklich? Bist du dir wirklich sicher? Natürlich ist schon. Würde ich sonst da durchgehen? Ich meine, schließlich haben wir Ume zu retten. Ich habe hier aber ein ganz schlechtes Gefühl. Was ist? Was ist hinter dieser Tür? Bist du sicher, dass wir bereit sind? Vielleicht sollten wir noch einmal nach draußen gehen. Nope, ich bin bereit. Wir können gehen. Alles klar, lass uns gehen. Erst handeln, dann denken. Ja. Ist es nicht eigentlich andersrum? Aber gut. Mal kurz ein Schlückchen. Sorry, Leute, aber mein Hals ist gerade so trocken, so weiß ich nicht. Irgendwie habe ich da gerade einen Frosch oder sowas im Hals. So, jetzt. Sieh, Ami. Dort ist ein goldenes Tor. Es wird alle Erinnerungen aufheben von dem, was du schon getan hast, wenn du da durchschreitest. Auf diese Weise kannst du, falls du mal sterben solltest, von diesem Punkt weitermachen. Es ist ein Freifahrtsschein, um von dieser Stelle mit deinem Spiel weiterzumachen, falls du etwas vergeigst. Also so ein Safe Point, ja? Aber es gibt auch Beschränkungen. Die gespeicherten Erinnerungen werden weggewischt, wenn du das Spiel beendest, wenn du einen Ursprungsspiegel benutzt, um das Spiel zu speichern. Denn werden deine Erinnerungen dort gebracht. Was dort hingebracht? Ach, egal. Beide Möglichkeiten, das Passieren eines goldenen Tores oder das Speichern an einem Ursprungsspiegel, erlauben dir, deine Abenteuer fortzusetzen.
Nun, dann können wir da ja jetzt durchgehen. Gut, machen wir das. Erinnerungen all deiner Taten sind im goldenen Tor gespeichert. Nice. So, dann schauen wir mal, was hier lauert. Ups. Hoppala, der Fall war tief. Autsch. Aua, gut gemacht, Fellknäuel. Ich sage andauernd, du sollst nicht herumträumen. Oh oh. Hey, da hat sich etwas bewegt. Wow. Oh mein Gott, das ist riesig. Was ist das? Guck dir mal diese große alte Blume an. Sind Luftsaugen. Vielleicht sind wir hier auf etwas gestoßen. Solche Blumen sind normalerweise voller Schätze. Guck mal. Hey, ist das da unten ein Hund? Ich bin schon wieder mit deiner Sabber beschmiert. Ey, ich bin gerade ganz knapp der Attacke von diesem Viech entronnen, ja? Oh Mann. Hey, guck dir diesen Schatten an. Ich sehe. Ach, warte. Das kann nicht sein. Oh oh. Bist du dieser Hund, der hier herumschnüffelt? Ich werde nicht erlauben, dass du die triumphale Rückkehr meines Meisters ruinierst. Oh mein Gott, was ist das? Oh, es ist weiblich. Es ist eine Spinnenkönigin. Oh mein Gott. Deine Nase. In Angelegenheiten zu stecken, die dich nichts angehen, wird dich umbringen. Sprich deine letzten Worte nach. Mama. Wie kannst du es wagen? Hund ist normalerweise nicht auf meiner Speisekarte. Aber ich werde bei dir eine Ausnahme machen. Was redest du da? Ich habe den Hund gesehen, den du verputzt hast. Und nebenbei, das hier ist kein Hund, sondern eine Göttin. Nanu, die Bestie kann sprechen. Nun dann, ich werde dich zurückschicken. Von wo du gekommen bist. Es wird nicht wehtun. Bleib einfach für einen Moment kurz stehen. Nope. Kein Bedarf. Oh. My. Ach, Jemini. Gott, das ist eine riesige Spinne. Wie... Okay, wie... Ah, okay. Sie hat Haken an ihrem Po, sehe ich gerade. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wie das Ganze funktionieren soll. Jetzt muss ich nur irgendwie... Oh, oh, was tut sie? Ich sehe nichts. Hat sie jetzt... Oh, mei. Diese alte Hexe spuckt weiter diese ekligen Dinger aus. Willst du hier sitzen bleiben und einfach sie gewähren lassen? Nein. Aha. Ah, okay.
komm schon. Okay, aber ich kann sie anscheinend mit diesem komischen Ei, was sie produziert, kann ich sie K.O. hauen. Oh Gott. Was schmeißt die da? Nein, geh doch weg. Autsch. Wunderschöne Augen. Oh Gott, du bist hässlich. Ist nicht. Oh, verbinde dich doch mit dem Haken. Anscheinend einzeln abhauen. So, aber hey, sie ist schon fast besiegt. Na komm. Beweg dich, du langsames Untier. Du bist so langsam für mich. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich sollte mich mal heilen. Das wäre eine super gute Idee. Ja, jetzt hat sie mich doch halb dran gekriegt. Ich komme nicht an diese blöden Haken ran, Mensch. So. Das war eigentlich nicht mein Plan gewesen. Wow. Oh Mann. Nicht mit mir. Gut, ich meine, aber es ist immerhin ein Boss. Also, was will man erwarten? Aber ich hab sie fast. Nee, nee, nee. Ach so, Oh, komm schon. Nein, komm nicht ran, komm nicht ran, komm nicht ran, nein! Ah, fast! Mist! Das kann nicht mehr lange dauern. Vielleicht muss ich noch mal einmal das öffnen. Hoffe ich zumindest.
komm schon. Oh, ich hab sie doch fast. Mann! Ich bin schon wieder fast am Abnippeln. Mann! Jetzt dreh dich doch nicht schon wieder um, Mensch! Warum? Okay, ich kann's auch von da treffen. Komm schon! Komm schon! Ah, yes! Haha, das machst du nicht! Ich hab's geschafft. Und so war arme Terasu in der Lage, die rebenbedeckten Ruinen zu durchqueren und die darin lauernde Spinnenkönigin zu besiegen. Das war aber auch mega creepy, ey. Uah! Der hässliche Spinnenkörper verwandelte sich in eine wunderschöne Blüte und ein Gefühl der Ruhe verbreitete sich in den Ruinen. Innerhalb der schönen Blüte war ein winziger und wehrloser Hund, den die schreckliche Spinnenkönigin vorher verschlungen hatte. Gerade als alles anfing, sich zu beruhigen, erschien Knurrendes Biest, eine Waffe, die lange Zeit von der Magie der Spinnenkönigin versiegelt worden war, vor den Augen von Amaterasu. Oh. Instrument, Knurrendes Biest. Spiegel mit dem Siegel des Biests verleiht die Tintenkugeln Kraft. Die Spinnenkönigin hatte eine heilige Waffe versteckt. Diese hinterlistige alte Hexe. Vielleicht werden wir mehr Waffen erhalten, wenn wir mehr Monster besiegen. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, was diese Waffe kann. Sieh dir das an, Ami. Der Hund schläft nur. Ich frage mich, ob das Ume ist. Du weißt schon, der Hund, den das Kind gesucht hat. Lass ihn uns zurückbringen, wenn er aufwacht. Aber zuerst, wie wär's mit einem schönen Siegesgeheul? Damit wächst du ihn vielleicht auf. Ja. Egal. Möchtest du das Spiel speichern? Aber natürlich, auf jeden Fall. Da sage ich nicht nein. Na, haben wir das doch auch geschafft. Ume ist gerettet, die Spinnenkönigin vernichtet. Und ja. Guck mal, wen wir hier haben. Böser Hund! Gib mir den Schlüssel wieder! Ich muss schnell Ume retten gehen! Bist du blind? Ich habe deinen Hund doch schon längst mitgebracht. Huch! Ume? Bist du das? Bist du okay? Du bist doch nicht verletzt, oder? Das muss ganz schön unheimlich gewesen sein, so ganz alleine. Ey, du Schlafmütze, wird Zeit aufzuwachen. Was ist los, Ume? Wegen deinem Hund, Junge. Er war tief in den Ruinen und wollte anscheinend nicht gehen. Wirklich? Wieso, Ume? Bist du böse auf mich, weil ich ohne dich weggelaufen bin? Das verstehst du ganz falsch, Junge. Du denkst nur, dass du deinen Hund zurückgelassen hättest. Die Wahrheit ist, er wollte in den Ruinen bleiben. Er wollte? Aber warum? Vielleicht.
Vielleicht wollte er dir ein Beispiel geben, indem er dir zeigt, dass jeder, sogar ein Hund, ein Abenteuer erleben kann. Sieh es doch einfach mal so. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen einem Jungen und einem Mann. Sie sind erwachsen, bevor man sich versieht, und sie vollbringen große Taten. Ich verstehe. Also nehme ich an, du wusstest alles, Ume? Dass mein Vater mir gesagt hatte, dass ich die vom Sturm zerstörte Brücke wieder aufbauen sollte? Und wie ich versucht habe, dem auszuweichen, weil ich Angst hatte zu versagen? Aber dein tapferes Abenteuer hat mich verändert. Du hast mir den Mut gegeben, Verantwortung zu übernehmen. Die Angelrute meines Vaters. Ich habe sie vor einiger Zeit im Wald verloren gehabt. Hast du sie in den Ruinen aufgeschnüffelt? Ganz alleine? Nun, ich werde diese Brücke ganz alleine reparieren gehen. Junge, wird mein Vater überrascht sein. Ja gut, jetzt quatsch nicht lange. Jetzt geh. Geh deines Weges und baue diese Brücke wieder auf. Yay, wir haben es geschafft. Ich denke doch mal, Kokari ist glücklich. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende dieses Parts wieder angelangt. Das war doch mal eine Aktion. Puh, jetzt brauche ich wirklich erstmal eine Pause. Vor allen Dingen für meine Stimme, weil die jetzt so halb abkrepelt. So ein bisschen. Ja, das soll es an dieser Stelle von mir gewesen sein. Und wir sehen uns zu weiteren Nippon-Abenteuern dann wieder. Also Leute...